Leute, und herzlich willkommen hierzu ein neues Projekt auf meinem Channel. Und zwar, ja, was ist das denn für ein Projekt? Es heißt Love Battle. Und zwar geht es darum, dass der Novo und ich jeden Dienstag ein 1 gegen 1 Spiel spielen, um halt zu sehen, ja, wer vielleicht der Bessere ist, ob der Mann oder tatsächlich die Frau. Keine Ahnung, mal sehen, was da jetzt so dann noch kommt oder passieren wird. Es wird denn so wahrscheinlich sein, so wie jetzt zum Beispiel, dass wir uns das Spiel hier ausgesucht hatten. Keiner von uns hatte das bisher gespielt, tatsächlich. Also ob vorgespielt oder getestet oder sonstiges. Hier sind wir wirklich ganz blind rangegangen. Das wird aber wahrscheinlich ja nicht die Häufigkeit sein, dass wir nicht nur Spiele spielen, die wir nicht kennen, vielleicht, sondern auch welche, die wir tatsächlich kennen. Moment! Ach, scheiße. Und was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck hier hinter? Auf jeden Fall gibt es natürlich dann auch immer was für euch zu tun. Ich würde mich gerne vorschlagen, dass ihr natürlich da mitbestimmen könnt, welches Spiel als nächstes gespielt wird von mir und Noho. Also wo denn getestet wird, wer denn hier irgendwie besser ist. Ich muss erstmal mich hier mit den ganzen... Hallo, stirbst du mal? irgendwie auskennen. Ich hoffe auch, dass es so relativ gut passt, tatsächlich so von der Stimme her von Noho. Ihr kennt ihn ja, er ist noch ein bisschen leise. Hallo. Aber wir hoffen ja mal, dass er vielleicht mal irgendwie ein bisschen aus sich rauskommt, damit wir auch mal ein bisschen mehr vielleicht von ihm was hören. Ich muss mal gucken, wie ich hier rauskomme überhaupt. Ich bin gerade ziemlich konzentriert, weil mir die Steuerung hier sehr eigenartig vorkommt. Concentration. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also wir spielen hier mit der WASD-Tastatur. Ich auf jeden Fall. Eher mit der Pfeiltasten. Ich bin noch aus der alten Schule. Und ich muss tatsächlich erstmal gucken, wie ich hier überhaupt wieder hochkomme. Die Map ist viel zu groß. Die ist riesig, ne? Wie gesagt, also es gibt ja Maps, die auch nicht nur jetzt wirklich jetzt für zwei ausgelegt sind, sondern vielleicht auch mal irgendwie für 16 oder so. Das Spiel heißt ja T-Bird. Oh Leute, ich habe mich gerade irgendwie selbst zerschossen. Ah. Stirbst du mal bitte? Nein! Okay, 2-1 im Moment. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt, vor allem, weil es auch mal ein bisschen meiner Meinung nach was anderes ist. Es wird jeden Dienstag immer ein anderes Spiel geben, da wo wir beide hier zusammen gegeneinander spielen werden. Dir? Nein! Dann hol ich meinen Körper wieder raus. Warte, ich dachte. Irgendwie ist das hier gerade echt kacke. Wie komm ich denn hier wieder hoch? Was machst du denn da? Ja, ich habe versucht, da hochzukommen. Oh, cool. Yay, ich sammle mir mal hier erstmal alle Kanonen ein, damit du hier nichts mehr haben kannst später. Oh, wie cool. So, an sich macht das Spiel echt Spaß, finde ich persönlich. Es ist zwar noch ein bisschen verwirrend, weil ich jetzt nicht so wirklich weiß, wie jetzt hier A und B ist. Also wie ich von A nach B komme, besser gesagt. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das hier wird. Vor allem freue ich mich natürlich auch auf eure... Art, was ihr davon haltet, von sowas. Und freue mich natürlich auch schon über eure Kommentare. Es wird natürlich jetzt zum Beispiel so sein, das ist ja so ein Spiel, was relativ schnell geht. Ich glaube, nach 10 Minuten ist das Spiel vorbei. Nein. Was auf jeden Fall auch nochmal geplant ist, vielleicht auch solche Brettspiele nach dem Motto von wegen Monopoly oder irgendwie sowas. Oder Schiffe versenken. Oder Schiffe versenken, genau. Sowas hatten wir uns dann gedacht gehabt, vielleicht in Livestreams dann umzuwandeln, der dann natürlich jeden Dienstag dann veröffentlicht wird. Wow! Ja, oh mein Gott, 3-3! Und ja. Das ist auf jeden Fall alles noch in der Planung und ja, was kann man denn sonst noch dazu so Schönes erzählen? Von der Spieltechnik her, was denn hier gemacht wird. Das ist eigentlich ziemlich simpel, alles. Naja, simpel ist halt immer so eine Sache, ne? Vor allem, ich will gar nicht wissen, was später denn noch alles so für eine Spiele auf uns zukommen. Boah, das stell dir mal vor, die ganzen Pros hier bei diesem Spiel. Ja, die denken bestimmt, oh Gott, wie schlecht sind die denn? Aber egal, es geht ja jetzt zwischen uns beide, wer jetzt hier der bessere von uns ist. Oh cool, okay. Das war keine Illusion. LOL! Oh mein Gott! Das war echt schief. Ich bin auf Platz 3. Ach Quatsch, ich habe hier 3 Punkte. Ich bin auf Platz 3.
soll ich auch auf Platz 3 sein, wir spielen aber zu 2. Ja. Oh Mann. Wo bist du? Ich werde dich jetzt killen. Oh nee. Wow, 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 wow. Nee, jetzt hast du mich nicht mehr killen. Jetzt ist ich. Irgendwann ist mal Schluss mit Lustig. Ja! Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh, ich bin echt mal gespannt. Vor allem, es gibt ja so viele mega tolle Spiele, die man echt so zu zweit spielen kann. Auch, ja, okay, sowas könnte man jetzt auch wirklich zu 16, glaube ich, spielen. Hier T-Bird. Ja, das geht, glaube ich, sogar noch höher. Ich hatte den Server jetzt einfach nur so eingestellt. Ja, genau. Man kann sich so seinen eigenen Server so erstellen, dann auch mit eigenen Levels. Und dann halt, glaube ich, auch mit den Items, so die man so vielleicht überall zu vergeben hat, ne? Irgendwie sowas war da doch. Das weiß ich gar nicht, ob weißt ich das gehen würde. Okay. Aber es wäre cool, wenn es gehen würde. Ja, dass man so sagen kann, okay, diese Waffen nur zum Beispiel in diesem Spiel und so weiter und so fort. Kannst du mir mal erzählen, wo du bist? Ja, ich such dich auch. Ich will dich töten. Voll diese riesen Map. Was gut wäre, irgendwie, naja, na, nicht unbedingt, ich wollte gerade sagen, eine Karte, da wo das gezeigt wird vielleicht. Nein, hör auf damit! Oh, geh weg! Nein! Ach, so scheiße! Ah, jetzt komm ich ja nicht mehr hoch, was soll der Scheiß? Ah. Ich brauch jetzt Herzen. Oh mein Gott! Ah, das war gerade voll cool gewesen. Erstmal beide aufeinander. Ja, da hatte ich das gesehen, die hatten beide die Augen zu beim Schießen. Ja. Ich finde auch die Tierchen hier an sich irgendwie voll süß oder so, was das hier ist. Oh scheiße, das wollte ich eigentlich gerade einsammeln. Nein! Okay, jetzt wird's ernst, mein Freund. Ja. So langsam, aber sicher, wenn ich jetzt überlege, okay, du hast mich schon recht viel wieder eingeholt. Wie viel spielen wir jetzt eigentlich? Ach so, das ist die Zeit auch nicht, ne? Ja, genau. Nein! Oh Gott, jetzt muss ich richtig aufpassen. Oh, scheiße. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ja, ja. Dieser Spruch alleine. Okay, voll Concentration gehe ich jetzt hier hin. Und habe natürlich gewisse Angst davor gerade, wo er ist, weil ich auch nicht weiß, wo er natürlich ist. Ja, dieser Raketenwerfer, der ist am stärksten. Ich kann mich nicht hoch. Danke. Oh mein Gott, was wird das hier? Was machen wir hier? Komm her! Ja, oh mein Gott, das war so knapp gewesen gerade. Voll konzentrieren. Man hört wahrscheinlich 100% die Tastatur jetzt von dir im Hintergrund, dieses Raufbekloppe die ganze Zeit. Ja, ich brauche unbedingt eine andere Tastatur. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, also das wird sich dann auch noch ändern. Wow, das war aber so nicht geplant gewesen, mein Freund. Nein, ja! Okay, das war gerade Glück. Wie lange, da gibt's noch? 40 Sekunden. Oh, das muss ich dir auch ganz schnell. Zweimal miteinander, ne? Das schaffe ich. Das schaffst du, du musst mich erstmal finden. Ja, das ist das Problem. Oh nein, und ich komme da nicht hoch schon wieder. Wo bist du denn? Ich glaube, ich komme dir mal entgegen. Ja, das verrate ich nicht. Achso. Ja, noch 22 Sekunden, mein Freund. Ja, das schaffe ich doch nicht mehr. Vor allem, weil ich auch zu blöd bin, hier an Guck mal, da bist du doch. Oh lol, mit diesem Raketenwerfer töte ich mich irgendwie mal selber. Ja, oh mein Gott, ich hab die noch getötet? Nee, ich hab mich selbst getötet. Achso. Ach ja, sieht man da oben rechts gerade noch. Ah. Nein! Das gibt's doch nicht. Oh lol, was? Achso. Wuhu! Hab gefunden! Ja, Glückwunsch. Danke sehr. Also, ja, es war ein, oder wird ein neues Projekt sein. Auf meinem Kanal mit dem Linoho, der wird immer da mit bei sein. Ich freue mich schon über eure Kommentare. Schreibt doch mal darunter, was ihr davon haltet. Und vielleicht schon irgendwelche neuen Spielideen für uns. Und dann, ja, sagen wir doch mal Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.